Ich hatte jetzt ein paar Punkte aufgezählt rund um Ethereum in Verbindung mit Hinman und Clayton. Nichtsdestotrotz, das, was ich da aufgezählt habe, kann dazu führen, dass man sich so weit aus dem Fenster lädt. Aber vielleicht ist da noch mehr. Was und könnte da noch sein? Welche Gründe könnten noch bewegen? Es China. Zeigt dieses Bild. Ja. Aber in welchem Zusammenhang muss man sich das vorstellen jetzt? Ja, es ist also kaum war ja fast zeitgleich die Veröffentlichung der Hinman-Dokumente und die Anhörung vor dem Kongress. Eingeladen zu dieser Anhörung war dieser Mensch, der Aaron Kaplan, der CEO von Promethium. Vier, fünf Leute saßen da vor den Jurymitgliedern und keiner kannte ihn. Also ich habe auch geguckt und dachte, wer ist denn das? Also da saßen wirklich bekannte Köpfe daneben. Wer ist denn das? Warum liest der ständig von irgendwelchen Seiten ab, wenn er gefragt wird? Und er ist eingeladen worden von den Demokraten, an dieser Kongresssitzung als Spezialist teilzunehmen. Und die Kongressmitglieder, die dem Gensler und der SEC sehr nahe stehen, stellten Fragen. Die Antworten las er ab. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, wie sich herausstellte, und da fiel fast allen Zuschauern die Kinnlade runter, er ist die erste von der SEC zertifizierte Krypto-Plattform. Erst zwei Wochen vorher als Krypto-Plattform, Trading-Plattform zertifiziert worden, bevor Coinbase quasi den Knüppel zwischen die Beine bekommen hat. Und er saß da und hat gesagt, ja, wir sind auf die SEC zugegangen, man hat mit uns gesprochen, der ganze Prozess ist sauber und klar und die SEC hat klare Vorstellungen. Also wie wenn er das die Wörter in den Mund gelegt bekommen hätte, war echt skurril. Und man dachte, schöner Schachzug von der SEC, jemanden einfach mal beispielhaft vorzustellen, der im Gegensatz zu Binance US, Kraken, Coinbase, wie die alle heißen, die einen Prozess nicht schaffen. Mhm. Er hat ihn geschafft. Junge, jetzt kam... Hört sich wie eine Soufflöse. Ja, jetzt kam natürlich... In dieser Anhörung waren nicht nur solche, die der SEC wohlgesonnen sind, sondern auch andere. Und die legt natürlich sofort den Finger in die Wunde. Auf dieser Plattform ist aktuell noch kein einziger Coin zu traden. Schon gar nicht Bitcoin oder Ether. 65% der Market Cap ist gar nicht tradbar. Aber ein weiteres Kongressmitglied, der hat es dann auf den Punkt gebracht und hat ihn gefragt, wie seine Firma finanziert ist. Und wer sind denn da eigentlich so die Gesellschafter? Und da wurde es relativ still, weil es fiel ein Name, und zwar Wang Chang. Wang Chang ist der Name eines Firmenkonsortiums. Das Internet vergisst nichts. Mhm. Es poppt an allen Ecken und Enden plötzlich die Researches hoch, wer mit wem und wie und wo und was. Ist der Name eines Firmenkonglomerats aus China, das sehr parteikonform geführt wird, schon seit vielen, vielen Jahren. Wang Chang ist einer der ganz großen Investoren bei Ethereum. Damit haben sie jetzt wieder die Brücke von Wang Chang zu Ethereum. Mhm. Wang Chang Blockchain, deswegen habe ich das hier abgekürzt, der Chief Scientist von Wang Chang Blockchain ist Vitalik Buterin. Mhm. Der Mann, der eigentlich auch Ethereum voranbringt. Der sich mit Hinman noch unterhält. Wang Chang hat eine Kooperation schon seit vielen Jahren mit einem anderen sehr bekannten chinesischen Unternehmen. Und für dieses chinesische Unternehmen haben Gary Gensler und Bill Hinman den IPO organisiert. Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Auch Biden, als er noch Vice President war, hat Wang Chang hofiert und durch die USA geführt. Also da gibt es offensichtlich so viele Verbindungen zwischen diesen Personen, Gary Gensler, Hinman als ein Eck des Dreiecks, den Chinesen in Form von Wang Chang und allem, was dazugehört, die hier investiert sind. Und Ethereum, die auch in dieser ganzen Geschichte eine entscheidende Rolle spielen. Und da werden natürlich bei den US-Amerikanern
die Ohren, die Rhabarberohren aufgestellt und da wird jetzt geguckt, das darf doch alles nicht wahr sein. Warum bekommen unsere US-amerikanischen Unternehmen kein Go für eine Trading-Plattform, während ein, in Anführungszeichen, wie drückt er sich aus, der Congressman, ein China-dominiertes Unternehmen ohne Probleme bei der SEC durchkommt? Ja, und wie ich schon eingangs sagte, das will man alles so genau gar nicht wissen. Das ist scheinbar doch, weil gerade da scheint es ja ein bisschen, ja, mehr als kryptisch zu werden.